Draschel ist ein Pokémon mit dem Typ Drache, existiert seit der dritten Spielgeneration, entwickelt sich aus Kindwurm und kann sich wiederum zu Brutalander weiterentwickeln. Draschel ist ein mittelgroßes, vierbeiniges Pokémon. Sein gesamter Körper wird von einer panzerartigen weißen Schale aus länglichen Panzerplatten umgeben, die ein ausgesprochen hohes Gewicht hat. An der Unterseite ragen seine vierstämmigen grauen Beine mit roten Zierflecken heraus, an der Vorderseite ist ein sechseckiges Guckloch frei, durch welches Draschel gelbliche Augen zu sehen sind. Auch auf der Rückseite befindet sich ein solches Loch im Panzer. Bei Shiny-Exemplaren ist der Schalenpanzer in mintgrünem Ton gehalten. Durch seinen schweren Panzer wird Draschel in seiner Beweglichkeit und Geschwindigkeit stark eingeschränkt, jedoch weist es dadurch einen hohen Verteidigungswert auf und erlernt bei seiner Entwicklung die Attacke Schutzschild. Es nutzt die harte Panzerung ebenfalls für kräftige Angriffe aus. Zwar kann es auch einige spezielle Attacken wie Flammenwurf oder Feuerodem erlernen, jedoch verlässt es sich hauptsächlich darauf, Feinde mit seinem harten Körper zu rammen. Das zeigt sich in Attacken wie Kopfnuss, Zen-Kopfstoß oder Risikotackle. Passend dazu verfügt es über die Fähigkeit Steinhaupt, welche Rückstoßschaden verhindert. Manche Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Partikelschutz und werden durch den robusten Panzer vor Wetterschäden geschützt. Wie die meisten Drachen-Pokémon sind Draschel eher selten wild anzutreffen. Sie bevorzugen felsige, höhlenreiche Gebiete wie die Kalae-Bucht in Alola. Sobald er sich aus Kindwurm entwickelt und seine dicke, knochenartige Schale ausgeprägt hat, zieht er sich in die Tiefen von dunklen Höhlen zurück. Es bewegt sich in dieser Form kaum, da sein Panzer ausgesprochen schwer ist und harrt geduldig seiner nächsten Entwicklung entgegen. Der Panzer schützt es jedoch effektiv gegen Eindringlinge. In dieser Zeit nimmt es beinahe keine Nahrung zu sich und trinkt auch kaum. Es ist nicht so recht bekannt, wie es dies eigentlich überlebt. Im Inneren seiner Schale vollziehen die Zellen eine explosionsartige Transformation und verändern seinen Körper grundlegend, sobald Draschel genügend Energie für seine große Verwandlung gesammelt hat. Streift es den Knochenpanzer ab. Dabei ist Draschel die erste Weiterentwicklung und entwickelt sich aus Kindwurm, kann sich dann selbst zu Brutalander weiterentwickeln, welches sich mit einem Brutalander Nieten zur Mega Brutalander weiterentwickeln kann. Im Laufe der Entwicklung wird Kindwurms kleiner Körper zunächst von einer dicken, kokonartigen Hülle umgeben, bevor es als großer Drache aus dieser wieder herausbricht und einen langen Schweif sowie große Flügel ausbildet. Die Entwicklung von Kindwurm zu Draschel geschieht auf Level 30, von Draschel zu Brutalander auf Level 50 und die Mega-Entwicklung durch einen Brutalander Nieten. Und mit seinem Typen Drachen nimmt es halben Schaden gegen Feuer-, Wasser-, Pflanzen- und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Eis-, Drachen- und Fee-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.